Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Let's Play GTA Vice City auf Deutsch. Also, soweit es geht auf Deutsch. Und wir machen die Mission für das Filmstudio. Alle meine Pferdchen. Action. Whoa! Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens! Baby, fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go! Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy. That's why. What is this? This is my art! Security! Look, you pompous asshole. I own you now. I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vercetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, But first, we're gonna need some good-looking bras. Yeah, girls are fine, but you... Wow! What's that guy think this is? Some free art crap? Jeez, like anyone ever watched movies about fish? Na, da hat er uns zuerst für so einen Laufburschen gehalten, was wir jetzt im Großen und Ganzen auch sind. Wir besorgen jetzt praktisch eine neue, naja, Candy Sachs, so eine Sexbombe. Sachs mit 3X, mit 3X. Die besorgen wir jetzt für unser Filmstudio als, Schauspielerin. Und, naja, mal sehen, wie das läuft, dass die da einfach so unter Vertrag mit uns geht oder ob wir da ein bisschen nachhelfen müssen. Ich denke mal, Rockstar hat da sich wieder was einfallen lassen. Ja, und Fred streikt heute, sage ich gleich am Anfang jetzt mal. Das ist hier mit X-Fire aufgenommen, deshalb die kleinen Mikrolags. Die nächsten Parts werden aber dann wieder mit Fraps aufgenommen werden. Keine Sorge. Und die Musik ist einfach mal unschlagbar. Wirklich. Ei, ei, ei. Ja, was kann ich dafür? Mikolek, ein Stern schon. Ach, ach, zwei Sterne. Ach, nee. Ist nicht deren Ernst. Ist nicht deren Ernst. Nee. Das ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt da in dieses Mission-Ding rein. So. Zwei Sterne hinterher. Das ist Candy. Sie scheint wieder mit dem Kongressabgeordneten Shrub zusammen. Ach, die haben wir ja. Sure, but you'd have to talk to my agent. Die haben wir schon mal kennengelernt auf dem Boot. Bei der Party von Cortez, ganz am Anfang meines Let's Plays. So, und hier sind so ein paar Schlägerkumpels. Ciao, Leute. Müssen natürlich wie immer schwarz sein. Typisch rassistisch, Rockstar. Das mag ich nicht so an Rockstar. So, der Wagen ist Halbschrott, das heißt, ich nehme dieses Taxi. Das wird ja jetzt auch wohl noch gehen, wir werden mir jetzt wohl nicht entkommen, oder? Das wäre jetzt wirklich, nee, wie kriege ich noch? Ach, die sind ja eh da vorne. In the handle, you'll find all of the things you'll need in any wilderness, disaster situation, or the jungle of your backyard. It comes complete with fishing line, needle and thread for sewing gashes back together, and an incredibly useful and durable toothpick. Tim, go on without me! I've got toffee stuck in tooth! It's okay, Ho Chi. Try this! For those unplanned extended stays in the jungle, there's a saw for building your own hut, toilet paper, and a fold-out woman for company. Ciao. As well as a serrated blade that can kill a man before he can scream. So, geh zurück und hole Candy. Candy, 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 oder Sandy. Candy wäre ja Zucker. Warum heißt sie wohl Sandy? Hm? Die zuckersüße Candy Sachs. Mit wirklich Silikon-Tippen, das mit Silikon-Oberweite, das sieht wirklich jeder. Ja, warum fahre ich jetzt in die komplett andere Richtung? Es tut mir leid, Leute, aber mit zwei Sternen werde ich nicht bis zum Filmstudio fahren. Ich werde die erstmal loswerden. Black trash bags, that's classy. Make sure you spray paint V-Rock across it. Your mama loved that one. Here's some more non-stop help me, I'm unemployed rock.
Ach, die Musik von Vice City, die haut wirklich alles raus. Stellt euch mal vor, GTA Vice City ohne Radiosender. Oder GTA 4 ohne Radiosender. Was wäre denn das? Da würde komplett was fehlen, aber wirklich. Das ist einfach ein Muss, wenn nicht so ein Muss. Ja, und puncto Gothic 3, 1, 2, 3, ich hätte über Lust auf 1, aber irgendwie, Dings, wer war das nochmal, Dennis GTA 4 oder so, mich gefragt nach Gothic Let's Play mit Traps und so, ob das jetzt geht, ne, und hat gemeint 3, wäre natürlich auch kein Problem, bis auf das Problem, dass Gothic 3, auch wenn ich Traps nicht anhabe, extrem laggt. Also müsste ich die Grafik extrem runterstellen. Ich hoffe, das stört euch dann nicht. Und ob ich dieses Let's Play anfange, liegt noch einen Stern, weil ich glaube, das wird keiner schauen, außer 3-4 Leute. Das ist einfach zu wenig. Und da liegt Geld. Coole Sache. Warum liegt da Geld? Geil. Geil. Ich glaube, wenn man so eine Packung fährt, dann kriegt man Geld. Was Neues rausgefunden. In der amerikanischen Version ist es ja so, dass man auch, wenn man Leute überfährt, da ist übrigens Blut dabei, aber kriegt man auch Geld. Das ist aber in San Andreas auch so, in der amerikanischen Version. In der deutschen nicht, in der deutschen nicht. Nehmen wir mal eine kleine Abkürzung, wenn sie doch klappen würde. Aber ich glaube, da können wir gar nicht rüber. Das hat jetzt sicher richtig doof ausgesehen. Wenn die Candy mir jetzt explodiert, bin ich sauer. Ah, immerhin. Oh, guck mal, wie sie rennt. Oh, wie sie rennt. Oh, wie süß. Nein. Ja. Candy. Arm aufs Motorrad, Candy. So. Jetzt will ich da wohl doch hochkommen. Alle rennen weg. Warum rennen alle weg? Candy ist doch schön. So, jetzt können wir endlich diese kleine Abkürzung nehmen. Bitte nicht runterfallen. Danke. Oh. Mensch, Tommy hier. Plötzlich, wenn ein Mädel hinten drauf sitzt, dann kann er gut fahren. Und sonst fällt er immer um wie so ein Bekloppter. Ehrlich. Und ach, das ist der von vorhin. Frag mich, wie vorhin Candy so gut rennen konnte mit den Stöckelschuhen. Mercedes sollen wir abholen. Hey Tommy, you want a party? Not now, sweet. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in. Ja, die Cutscenes sind jetzt nicht so der Hammer. Aber na gut, es passt schon. So, schön ist auch, dass hier so ein Viertürer steht, sonst hätte ich wieder ewig suchen müssen. Ja, ich weiß, die Mikrolegs stressen sie auch gerade. Ich habe jetzt unbedingt Lust aufzunehmen. Wie gesagt, der nächste Part wird mit Fabs kommen und völlig lagfrei, also. It's Laszlo, a.k.a. DJ Hard Rocker. Well, I'm glad to hear it, but I thought this was a rock station, son, and all I'm hearing is girls' music. What are you doing? You got personal problems? You sort them out, son, but don't drag the rest of us down with you, you hear? Now, hold on, pal. I'm playing the best music in Vice City. No, you hold on, son. This is Mitch Baker here. Hört mal aufs Radio, Leute. You play something hard real soon, or I'm gonna come by the station and shove that sissy soft rock crap so far down your throat, you'll be crapping hair bands till Christmas, you hear? Okay. Because I didn't fight to claim and kill for this damn country, so I could hear grown men abusing the uniform of long hair. Hey, egal, ich. Coming in for a warm-up? Oh. Noch Manu. Nee, aber dann wär's ab 18. Start your own radio station. It's easy. Das war klar, die findet natürlich den Hai wieder total cool. Die hat aber auch keinen Geschmack, meiner Meinung nach. Die ist hohl, komplett hohl. Ja, was können wir machen? 9 Minuten sind vorbei, jetzt will ich den Part noch nicht beenden. Was auch cool ist diese Mission für Avery.
ist die dritte Mission, die ist jetzt offen, da ich ja die eine Mission mit dem Hubschrauber schon gemacht habe. Theoretisch müsst ihr diese gar nicht machen, ihr könnt die einfach komplett ignorieren. Müsst nur diese eine Mission für Avery machen, ganz ganz am Anfang. Aber dann, die mit dem Golfclub, glaube ich, müsst ihr auch machen. Aber diese Hubschrauber-Mission müsst ihr gar nicht machen. Ich werde es machen, weil viele kennen das sicher auch nicht, weil sie es nicht geschafft haben, diese Mission. Ist mir entweder zu ergangen, bis ich dann mal drauf gekommen bin, die Steuerung umzustellen, sodass man den Heli besser steuern kann. Haha. Ja, könnt ihr auch machen. Jedenfalls, es wird sich ein vollkommen neuer Zweig auftun. Wir werden auch Gangkriege führen auf der anderen Seite drüben. Ein bisschen spoilern jetzt, aber noch nicht spoilern. Wir können uns entscheiden, auf welcher Seite wir kämpfen. Ich weiß es noch nicht genau, auf welcher Seite wir kämpfen werden. Weil ich verrate jetzt auch noch nicht die zwei Gruppen, die es gibt. Ist cool gemacht. Also, Avery. Oh, da ruft uns jemand an. Sammy, Sonny, obviously you are suffering from hearing problems, so I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun? Are you new action? You are making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. Das war ja mal irgendwie so. Ich fand das lustig. Oh, das Begräbnis, das ist nicht lustig. Ja, ich stelle mein Mikro wieder ab während der kleinen Cutscene. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is Tommy Vercetti, the latest gunslinger to come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a Haitian gang lord died. Apparently the Cubans did it. Nobody's certain, but let's make them certain. You disguise yourself as a Cuban hombre and head on down and crash that funeral. Mix it up, and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Yo, wir sollen uns zu Raphael gehen und uns da Kleidung besorgen und als Kubaner verkleiden und diesen einen haitianischen, jetzt wisst ihr ja schon, welche zwei Gruppen es gibt, Typ unter die Erde bringen. Und wir werden dann nach dieser Mission irgendwann, das kommt drauf an, oh, ich kann reimen, einen mysteriösen Anruf bekommen und daraufhin werden wir da in alles hineingezogen. Das heißt, GTA Vice City ist nicht nur Mafia-mäßig unterwegs, auch Gangkrieg-mäßig. Nicht ganz so wie San Andreas, was vielleicht auch noch kommen wird von mir. Wow, aber wenn, dann erst nach Vice City. Und auf jeden Fall nach Assassin's Creed Brotherhood. Das steht fest. Oh! Nein! Oh, so ein Glück, der ist direkt mir vors Auto gesprungen, vor so einem Kopf. Die springen immer so doof vors Auto, als ob die... Okay, entschuldige. Ja, ich laber jetzt nicht mehr so viel. So, hier ist der Laden. Wenn ihr hier euch was gecheatet habt, vollkommen egal was, seht ihr, da lang könnt ihr nicht. Hier, da rein. Und genau da drin ist dann die Kleidung. Wenn ihr auch euch nur ein einziges Mal Leben gecheatet habt und gespeichert habt, dann ist es da drin und ihr könnt nicht mehr zugreifen auf die Kleidung. Habe ich rausgefunden. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, das ist jetzt praktisch ein neues, das ist ein Ausprobierding, ob mein Spiel kaputt ist oder ob es wirklich so ist. Wenn es wirklich so ist, müsst ihr die Kleidung einfach dann vor dem Laden liegen. Ich hoffe, das ist dann so, weil ich mag die Haitianer-Kleidung richtig gern. So, hier gibt es einen kleinen Trick bei der Mission, dass sie nicht so ellenlang wird und so ellen unmöglich. Ihr müsst gesehen werden, während ihr mir das Ganze macht. Aber das heißt ja nicht, dass ihr da von vorne direkt hineingehen müsst. Das heißt nur, dass ihr euch ein bisschen geschickt anstellen müsst. Springst du jetzt mal, Tommy? So. Der schießt schon auf mich. Das war jetzt eigentlich nicht vorgesehen, aber es ist vollkommen egal. Weil das scheint niemand zu merken, außer er. Okay. So. Das wäre vielleicht doch besser, wenn ich einen Sniper. Das wäre eine höhere Zielrate, ne? So. Zack.
Kopfschuss. Und jetzt müssen wir aus Little Haiti verschwinden. Ihr solltet aber nicht irgendwie hinten vor einem Haus den Snipern, das habe ich mal gemacht. Dann steht da, man sollte doch sehen, dass ein Kubaner ihn erschossen hat und Mission fehlgeschlagen. Und das fand ich dann nicht so toll. Ja, ich habe das Spiel oft durchgespielt. Ich finde es einfach krass. Auch besser, also von den Missionen her finde ich es richtig geil. Es ist auch ziemlich schwer. Wirklich, es ist schwer. Ich habe hier nur alle Tricks angewandt, aber wenn ihr jetzt einfach dahin gefahren werdet, dann hättet ihr eine lange Verfolgung gehabt mit auch Särgen, die rausschmeißen und allem möglichen und so. Und darauf hätte ich jetzt keine Lust gehabt, weil ich das echt nicht gepackt hätte. Ja, so, ich fahre jetzt noch ein bisschen rum. Eigentlich könnte ich die Folge jetzt beenden, oder? Ja. Also, dann jetzt hier mit dieser Bremse. Ciao Leute, wir sehen uns dann im... Oh, Anruf. Ah, das ist der mysteriöse Anruf. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that prick? You kill Leo? You must have big horned. Wanna work for me? Come by my father's cafe in Little Havana. And we'll talk mano y mano. Geil, geil. Ja, okay. Wir sehen uns dann in Part 14. Ciao, Leute. Macht's gut.